Was macht eigentlich der Bundesrat? Wie setzt sich das Plenum zusammen? Und welche Schritte sind nötig, bis über ein Gesetz abgestimmt werden kann? 150 Schüler aus Sachsen haben am 17. und 18. November die Arbeit des Bundesrates im diesjährigen Planspiel Jugend im Bundesrat nachempfunden. Der Bevollmächtigte des Freistaates Sachsen beim Bund, Erhard Weimann, begrüßte die jungen Politiker in Berlin und gab erste Einblicke hinter die Kulissen des Gesetzgebungsverfahrens im Bundesrat. Jeder Schüler nahm die Funktion eines Mitglieds des Bundesrates ein oder beobachtete als Journalist das Treiben auf dem politischen Parkett. Über drei fiktive Gesetzesentwürfe galt es abzustimmen, was eine intensive Einarbeitung in die Themen, Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft auf allen Seiten erforderte. Also jetzt in der Sitzung kommen wir alle gerade frisch vom Parteitag wieder, wo wir alle Gesetzesempfehlungen nochmal durchgesprochen haben, auch nochmal unter der Berücksichtigung der eigenen Partei. Und jetzt müssen wir probieren, mit den anderen Bundesländern und auch mit unserem eigenen Bundesland Kompromisse zu finden, beziehungsweise auch die Interessen unserer Partei zu vertreten. Welche Positionen vertreten wurden und wo es Konfliktpotenziale gab, wurde vom Presseteam genau recherchiert. Um auf kürzestem Wege die Öffentlichkeit zu informieren, berichteten die jungen Journalisten sowohl in klassischen Medienformaten als auch über Social-Media-Kanäle. Ich bin Teil des Presseteams und wir kümmern uns halt darum, dass wir in die Sitzungen der einzelnen Parteien hineingehen und dort einfach uns darüber informieren, um was es ihnen geht, und müssen dann in unseren Gruppensitzungen wieder darüber berichten. Und aus diesen Informationen, die wir in diesen Sitzungen erhalten haben, erstellen wir dann Nachrichten zum Beispiel. Also jetzt ganz neu ist, dass wir Twitter mit benutzen. Wir haben extra ein Twitter-Team. Wir haben auch eine Twitter-Wall, wo man alles total mitverfolgen kann. Ob Genmais, Kinderbetreuung oder Hochwasserschutz, die Politiker kämpften bei allen Gesetzesentwürfen für die Interessen ihres Bundeslandes und vertraten in teils hitzigen Diskussionen die Leitlinien ihrer jeweiligen Partei. Wer sich mit seinen Positionen durchsetzen konnte, zeigte sich schließlich in der Plenarsitzung, in der über die verhandelten Gesetzesentwürfe abgestimmt wurde. Wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt in der Plenarsitzung alle unsere Vorhaben durchzusetzen. Das heißt, alles, wofür wir stimmen wollten und alles, was wir ablehnen wollten, wurde auch dementsprechend bewilligt oder nicht. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und die ganzen Diskussionen in den vorherigen Stunden haben viel gebracht. Auch die Konsensfindung am Ende hat mich sehr bewegt. Einfach in die Richtung, dass man halt feststellt, wie demokratisch das Ganze am Ende abgeht. Ja. Es ist eben nicht einfach so, dass irgendeine Instanz in Deutschland beschließen kann, was gemacht wird, sondern dass letztendlich alles kontrolliert wird, dass alles irgendwo ein Fundament hat, dass damit auch wirklich jedes Gesetz seine Legitimation behält. Die abschließende Pressekonferenz fasste die Ergebnisse zusammen und ermöglichte den Schülern einen eindrucksvollen Rückblick auf die geleistete Arbeit der vergangenen zwei Tage.